Harmonisch immer. Ja. Ein Punkt. Ja, liebe Kinder, das hat mir Spaß gemacht. Meine Mama hat gesagt, dumm ist der dummes Tuch und sein Mikro liegen lässt. Sagen wir, fangen einfach ohne diesen Kapalken an. Ja, das wird auch besser. Was ist denn hier? Das wird auf der Bühne. Okay, langsam, glaube ich, wirklich, dieses Multi setzt langsam ein. Der Tod, ich denke, willkommen Gemeinde. Wir sind jetzt hier im schönen Rastede. Wir haben zwar schon ein MPS, zwei MPS hinter uns, aber jetzt geht die Party richtig los, hier auf dem Platz. Und deswegen habe ich mir gesagt, nach der Morgenandacht heute Morgen, war jemand dabei? Ja. Habt ihr gesehen, wie ich von Rectus abgewürgt worden bin? Ja. Wie der Ritterschlag fast an ihm vorbei war, wo ich ihn angestupst hatte und wollte ihm mal zu verstehen geben? Oh, 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 wir haben noch einen Ritterschlag? Oh, 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 oh. Keiner hat's gesehen, weil du es vergessen hast, mir zu sagen. Nein, das habe ich nicht vergessen, dir zu sagen, du hast mich ja abgewürgt. Und weil wir jetzt eben festgestellt haben, dass man es fertig bringen kann, etwas mitzuzählen und dann zu glauben, es sei nicht da, um nach hinten zu laufen und festzustellen, dass es doch vorne liegt, ist das eine wahre Odyssee gewesen, nicht wahr? Das Publikum macht oh. Das heißt, wir fliegen heute in den Weltraum? Schweine im Weltall. 2001. Der Tag, als wir Kontakt aufnahmen, das Jahr. Nein, meine Lieben, wir haben gedacht, ich bin so froh, auch wieder hier in Rastede zu sein, dass wir eine Uraufführung fabrizieren sollten. Etwas, was wir noch nie gespielt haben. Hä? Ja. Nicht Ariel! Ja. Oh, ich komme von hier, ich weiß, was mit Meeresfrüchten hier gemacht wird. Ja, Ariel, die junge Maid. Ja. Da schweige ich zu. Nein, meine Lieben, wir haben gerade die Odyssee des Rectus gesehen. Und ich denke mal, es ist an der Zeit, auf eine weitere Reise anzugehen. Die Odyssee des Odysseus! Ja, auch sehr lecker. Nein, meine Lieben, wir haben dabei aber ein Problem. Die Geschichte von Odysseus ist so lang und so vielseitig. Es ist so viel passiert. Das kriege ich mit den beiden lebendig niemals durch. Vorher sind die fünfmal gestorben. Deswegen werden wir diese Geschichte extremst abkürzen und ich werde die zeitliche Abfolge ein wenig ändern, damit das Ganze irgendwo einen Sinn ergibt. Jedenfalls für mich. Und deswegen hier an der Stätte. Die Bank! Und da der gute Bruder Rectus am heutigen Morgen so gelitten hat, früh war er ins Bett gegangen, spät wieder aufgewacht, die Nacht stieg ihm noch schwer in die Glieder, mache ich den Tod heute zum Hauptdarsteller. Der Tod darf Odysseus spielen! Ich bin Odysseus! Ja, aber Mann, ich tippe auch was. Ich kotze! Wo ist hier vorne? Wo ist hinten? Da ist kein Schildchen drin. Ach, da. Ja, das ist wirklich Odyssee mit euch beiden. So, bevor wir aber anfangen, wir brauchen noch eine professionelle Unterstützung. Es passiert ja viel. Wir Satsiki, lecker, lecker. Alle, die sind so flackig noch dazu. Was brauchen wir? Drei wunderhübsche Jungmeiden. Ich habe leider keine hübsche Jungmeiden. Ich scheiße. Ja. Seh auf. Ich die Gemeinde nach Jugend und unsere erste Mitspielerin. Ausgezeichnet, dass ich sie da getan sehe. Wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Anna von Hannover. Hannover, der schönste Ort der Welt. Schwane Wede, ja? Ja,
Schwanewedel. Ist aber Mord und Krieg. Ist die Furie genug? Die ist Furie genug. Herr, bitte. Ja, frei. Komm herein. Wie alt bist du? Wir werden Ihnen gerade darauf aufmerksam gemacht. Kind, wie alt? Das wollen wir mal durchgehen lassen. Sie wollte gern. Moment. Also. Sie wollte gerne? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 17. Sehr schön. Mit 17 sind Sie erst zur Schändung freigegeben. Jawohl. Sehr schön. Wie heißt Sie, Charlotte? Ich bin Leonie. Aus? Oldenburg. Leonie aus Oldenburg. Und hier haben wir? Mia. Aus? Hannover. Hannover! Seht ihr, wir Hannoveraner, wir brauchen gar kein Fußballspiel. Wir haben die schönsten Mädels der Welt. Auch noch Gäste aus Oldenburg zugegen. Wir wissen sowieso, dass wir die Besten sind. So, Rektus, wir brauchen noch einen großen, kräftigen Kerl. Ich weiß, jeder in einem anderen. Er war in Bückeburg mein Nachbar, den nehme ich nicht. Ich weiß, dass das Scheiße ist. Oh, ich habe einen gefunden, der mir gut gefällt. Ihr Meister! Mit der tintenfarbenen Haupthaarfrisur erlebt euch mal. Die Gemeinde jubelt unser Mitspiel. Muss ich gegen den kämpfen? Wir werden sehen. Nimm was Kleines, der muss auch, ne? Keine Ahnung. Er hat gesagt, groß und stark, und ich habe ihn gefunden. Jawohl. Meine Bester, tot ab, zurück in die Reihen. Jawohl. Wer bist du, wer kommst du, wie heißt du? Daniel aus Hannover. Übrigens, Oldenburg wird bald eine Schwestergemeinde von Hannover werden. Ist doch so, nicht wahr? Ja, sehr schön. Alte Liebe. Wisst ihr, was Hannoveraner zu einem Tischkicker sagen? Krökel. Ist doch das einzig wahre Wort. Krökel. So, Ruhe jetzt hier. Wir fangen an. Es war vor langer Zeit ein Mann, der Sohn einer Königin namens Laertes, der so viel ehren sollte wie kein anderer auf der Welt. Noch mehr als Bruder Rektus. Und sein Name war Odysseus, rastet aus. Odysseus hatte eine wundervolle Frau. Such dir mal eine aus. Alle drei. Eine. Aber das ist eine. Nicht. Ich nehme die Mitte. Die in der Mitte. Ja. Mia. Mia? Ach, das ist auch eine Hannoverin. Du heißt jetzt... Reinhaus. Mia, du heißt jetzt Penelope. Penelope. Sehr schön. Penelope Cruz? Penelope, eine der schönsten Frauen im griechischen Land. Beide waren verheiratet. Hatten Kinder an der Stätte. Warte, mach das schnell. Odysseus wollte nie von seiner Penelope hinfort. Nö, warum? Er hatte ihr ewige Treue geschworen. Dummerweise hatte er noch einen weiteren Schwur geleistet. Hab ich? Zusammen mit ein paar anderen Helden, König Menelaus und König Agamemnon. Nämlich die schöne Helena von Troja zu beschützen, komme was wollte. Diesen Gerät, das sag ich euch alle. Guck mal rein. Was war das? Nix. Aha. Nun Schatz. Kam ein Bote herbei, Rektus. Ein Bote? Ein Bote. Ja, der kommt von DHL, solange wie der braucht. Oder Hermes, der kommt gar nicht. Lief zu Odysseus hin und überbrachte ihm die Nachricht, dass Helena entführt wurde. Odysseus, bei Gott! Ja. Ihr habt geschworen, einst ihr werdet euch daran erinnern. Welchen Gott? Odin! Falsche. Oh, oh. Macht mal alle die Augen zu, bis auf du! Er hat sein Röckchen gelobt. Da ist noch was ganz, ganz Kleines. Los, können wir jetzt bitte fortführen! Ei, allen Göttern! Habt ihr geschworen, sie zu verteidigen? Zum Ei! Nun ist der Moment gekommen. Die schöne Helena wurde entführt! Die Gemeinschaft. Boah! Sicher, dass sie nicht nur auf dem Klo ist? Also auf dem Klo habe ich nicht geguckt, aber ich glaube, sie ist entführt. Verlaufen. Odysseus wollte nicht von seiner Helena entfleuchten. Er lief seine Helena in die... Penelope! Jetzt kommt schon ein ganzes Mix durcheinander. Penelope lief bei ihr in ihre Arme, umarmte sie und weinte bittere Tränen. Das kennt man. Schon besser. Charles, der will sie gehen.
Ich habe hier noch so eine andere wunderhübsche Frau, die noch dreimal sitzen. Sie sitzen. Penelope lebt. Geliebter Schatz. Ich weiß, ich werde dich vermissen. Zu Recht. Aber so wie du mir Treue geschworen hast, musst du den anderen Königen ebenfalls die Treue halten. Mach Troja den Erdboden gleich. Das kann ich. Und komm wieder zurück. Vielleicht. Odysseus versprach es, fiel vor seiner Angebeteten auf die Knie. Darf ich? Klappe ich zusammen, Faschi. Ruhe da hinten. Auf. Penelope tätschelte ihr den Kopf. Ja, und Odysseus durfte hinausziehen, den Krieg von Troja zu unterstützen. Aber weil Feiertag war, hat er sich irgendwo einen Bollerwagen mit Stadt. Das hat er nicht. Was denn? Und Odysseus erzog heraus in den Krieg und wir wollen diesen Krieg nicht näher eingehen, denn wir haben ja selber Dankeschön. Sehr vernünftig, so geht man den Erzähler um. Guck mal, die Mutter bringt schon das Kind in Sicherheit. Es wird gleich erst blutig. Bleib doch hier, das kann sie auf dem Schulhof gebrauchen. Danke, mein Bester. Ich immer an. Mein Bier ist alle. Und hat sich maßgeblich an der Stürmung von Troja beteiligt. Seine Idee war es gewesen. Was ist das denn jetzt? So geht man mit einem Boden um. Das ist Ihre Flasche? Das ist meine Flasche. Was ist das? Das ist lecker. Probier mal. Ja. Einfach eine. Wie sieht denn das hier noch schon? Du ist doch nicht wahr. Eines erlaubt, oder? Eines erlaubt. Sag mal, darf man mit 17 Wein trinken? Ja. Wie sind es ist das Wein? Nein. Nein. Wir sind im Mittelalter, da durften noch Kinder schon Wein trinken. Wein und Rum. Mast und Schotbruch. So ist die Werbepause jetzt mal zu Ende? Was ist das denn jetzt? Das ist kurz Wein mit Rum. Kirschwein. Das kann ich dir leider nicht geben. Ich werde es selbst. Und Odysseus, er bestieg sein großes Schiff. Er bestieg sein großes Schiff, um nach Hause zu segeln. Er hatte die Rechnung ohne die Götter gemacht. Row, row, row your boat gently down the stream. Marilyn, 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 gently down the stream. Ich sorg mal für eine ordentliche Welle von hinten. Nein, kannst du nicht. Steht da irgendwo Titanic drauf? Und ein Sturm kam und schlug Odysseus in die Irre. Er verlor jede Konzentration, jede Orientierung. Guck mal, eine Katze. Wütete um seine Augen, um seine Ohren. Ihm wurde übel. Ihm wurde übel? Ich war ja. Ein Mann voller Wein. Wurde ihm übel? Was geht da für ein Jürgen? Kurva! Keine Ahnung, das ist ein Segen. Captain, hinunter, nicht hinunter! Übertreib's jetzt nicht. Sie strandeten an einer Insel. Captain, auf der Brücke. Ja gut, auf die Insel, los. Auf die Insel? Auf die Insel, hier hin. Jetzt warte mal. Odysseus lief in die eine Richtung. Und jetzt bist du dran. Nicht du. Nein, du! Warte! Das ist eine Insel, da kaufe ich im Kreis. Bleib da stehen. Und ein zweiter Teil der Mannschaft, Rectus. Jawohl, Augen nach vorne. Ein zweiter Teil der Mannschaft ging auf die andere Seite der Insel. Der war unsere Galionsfigur. Stand eine wunderhübsche junge Frau. Warum muss ich hier lang gehen? Ruhe! 17 Lenze mag sie alt gewesen sein. Stimmt deswegen. Mit Haaren so gold wie ein Egelschauer. Über ihre alabasterzarten Schulter. Das Publikum ruft: Hui! Hui! Die
Frauen rufen Missziege. Missziege? Ja, so sind sie, die Frauen, nicht wahr? Mensch. Weißt du, wer du sein könntest? Nö. Und tatsächlich, einer der Mannen von Odysseus kam über die Insel geschritten. Der Aussicht nach, wo sind wir hier gestrandet? Wo können wir Hilfe finden? Und da sah er die Schönheit. Moment, Wind. Wie kann man so hässlich und blöd gleichzeitig sein? Das ist eine andere Frage. Und schon erblickte er die Schönheit und rief, oh, welch Schönheit. Bing, 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 Wünschelrute schlägt auf. In diesem Augenblick. Nicht zu alt. Oh, oh, oh. Nahm sie den Zauberstab, schwang ihn durch die Luft und rief: Völlig dämlich. Avada Kedavra. Ich gebe gleich dem Einhorn die Bitte, das komische Ding da drüben aufzuspießen und durch die Luft zu tragen. Was ist gemein mit dem Typen? Also, was ich nicht hab. Das Weib wedelte den Zauberstab in der Luft und rief: Fürchte dich, ich bin Burton! Einhorn tritt mal einen Schritt zurück. Sie war niemand anderes als die Zauberin Kirke. Das Publikum sucht. Nein! Nein! Doch! Oh! Zauberin Kirke? Kirke! Kirke! Ist nicht Kirke. Das heißt Kirche! Der Zauberspruch flog aus ihren Händen durch die Luft. Also doch, ich hab überhaupt keine Angst. Ja, hast du doch nicht, weil du nicht weißt, was jetzt kommt. Und triff dich. Au! So! So macht man das mit den Männern, ne? Ja, auf jeden Fall. Du blöde Kuh. Und sie verwandelte den jungen Kämpfer, den Treuen von Achilles. Odysseus. Odysseus, ich bin schon wieder da. Achilles ist der, der okay, das reicht jetzt. In ein Schwein! Nein! Doch! Nein. Oh ja! Das steht nicht so geschrieben. Das steht so geschrieben. Willst du nachlesen? Auf die Knie! Auf die Knie! Los! Nimm den Schinken, Jam-Jam! Den sachigen Schinken, Jam-Jam! Moin, moin! Kirke war darüber erfreut. Und das Schwein war entsetzt und rief um Hilfe. Oink, oink, oink! Doch Kirke war unerbittlich, schmiss das Schwein in den Dreck. Wo es hingehörte. Ihr seid heute auf der Sonnenseite. Das Schwein darf sich jetzt in Dreck suhlen. Das Schwein hatte keinen Bock mehr. Das sah ein Mann, der nicht auf den Zauber von Kirke hereinfallen wollte. Der Name ist so geil, den muss ich mir aufschreiben. Eurylochos. Wie heißt er? Dein bester Freund heißt Eurylochos. Eurylochos. Nein, du bist nicht Odysseus. Du bist jetzt was? Ein Schwein. Und was macht ein Schwein? Könnt ihr bitte darauf achten, was macht dass der Hund an der kurzen Leine ist und auf Augenhöhe. Was macht ein Schwein? Sehr schön. Und Eurylochos rief: Ich bin Eurylochos. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Und lief zu Odysseus. Odysseus! Komm schnell! Noch gleich! Wahnsinn! Schweinkram! Was? Was ist hier los? Und Eurylochos erzählte alles, was passiert ist. Vom Schwein, vom Mitarbeiter und von der schönen Kirche, die da hinten war. Nein! Doch! Oh. Ja. Ich muss mir an den Kopf fassen, wo nicht enden wollte. Begeisterung! Der Wahnsinn! Doch, die Götter waren mit Odysseus. Ich habe es vergessen, wen? Denn Odysseus bekam eine Zauberblume namens Malus in die Hand gedrückt. Was? Zauberblume? Zauberblume. Blume. Blume. Und ein Schwert. Hey, die Wu, hey, die Wu, wir sind... Hey, die Sau haut ab! Zu tränken. Und Odysseus... Was ist denn da hinten? Mach ich sie weg? Ja, du willst es auf jeden Fall. Du bedrohst sie.
Denn dein Trotz. Das ist Sparta! Nein! Das ist Rastede immer noch. Das ist meine Menschenkunde. Das ist Sparta. Das ist dämlich von dir. Ja, dann halt Bielefeld, mir egal. Ja, das ist schon besser. Gibt's nicht! Und Odysseus, ist der besah seinen besten Freund. Es ist auch irgendwie herzlich. Ist dann eben rum. Ja. Schon nahm Kirke ihren Zauberstab. Ach, nicht schon wieder. Ja. Und wedelte in der Luft und rief. Ein Schwein. Ein sollst du sein. Und das Publikum ruft, haha. Aber sie hatten die Rechnung ohne die Götter gemacht. Diese Zauberblume bewahrte Odysseus vor Zauberei. Die kommt aus Holland. Ja. Und Odysseus hob das Schwert und bedrohte damit Kirke. Kirke rief, ach du Scheiße. Und Odysseus sagte, du wirst meinen Kumpel befreien, ansonsten bist du des Todes. Ey, Schnitte, mach das rückgängig. Guck dir an, wie die Sau aussieht. Kirke weinte bittere Tränen. Ja, dann hast du jetzt davon. Ja, so brauchst du mich nicht kommen hier, Schnitte. Ich bin mit Penelope Cruz verheiratet, wie heute den ganzen Tag. Und Kirke rief. So will ich deinen Freund zurückverwandeln. Geht doch. Halt! Wie halt? Doch Odysseus gefiel das ganz gut mit dem Schwein und sagte. Erzähle, ich hau dir aufs Maul. Ab in den Staub. Barbecue! Jawohl. Wort der Ringelschwanz. Er verliebte sich in Kirke. Was? Ja. Die? Ja. Verliebt dich nicht? Ja. Die hat mein Kumpel zur Sau gemacht. Ja, und? Du hast die Macht. Du machst so einen Schutzbruch da. Moment, ich kann zaubern, oder? Ja. Was? Du, sag mal, kannst du auch Leute verschwinden lassen? Da drüben steht eine. Oder Was? Nicht? Oh. Und Odysseus und Kirke wurden ein Paar. Das Publikum nicht. Ja, was? Das spielt halt hier so im Fernosten, da ist Polygamie erlaubt. Doch das gefiel den Göttern nicht besonders gut, denn Odysseus hatte Aufgaben zu vollführen. Das Publikum spricht wie ein Gott und rief: Zieh weiter! Zieh weiter! Kirke gefiel das überhaupt nicht. Die klammern mir alle zu sehr. Bleib bei mir. Doch Odysseus sagte, ich musste ihn fort. Ja, du weißt, ich hab da noch so, ich will meinen Zigaretten holen. Und mit seinen Mannen verließ Odysseus die arme Kirke. Mit meinem Mann oder mit der Sau? Und das Schwein wurde zurückverwandelt. Ja, das Publikum applaudiert. Was war das? Das Publikum applaudiert. Die Mannschaft von Odysseus war wieder vereint. Oh, ja. Aber es kam ein Zahn vom Fiktum, ein Schneidezahn. Aber die Schifffahrt ging weiter. Sie gingen zurück aufs große Schiff. Alle Mann. Alle Mann? Alle mein iPhone. Los jetzt. Männer, aufsitzen. Leinen los. Ja, der auch. Volle Fahrt voraus. Und sie fuhr. Und schon ließ der Wind. Gottes Meeres meint es nicht gut mit Odysseus. Was ist das denn? Ich hab einmal gesagt, nicht so schnell, aber der Trottel hört ja nichts. Ja, das ist das eben. Und so war die Mannschaft sich uneins. Es gab ein großes Geschrei. Was? Wieso Geschrei? Eine wollte links, eine wollte rechts, eine dritte Mitte durch. Und sie fuhren noch einmal in die Erde. Wie? Ja, das Tomtom hat gesagt, ich soll nach dem Eisberg in Sachen. Und erreichten eine weitere Insel. Noch eine Insel? In der Gegend von Sizilien. Oh, groß war die Insel. Ja. Und sie hörten von der Ferne das Blöken von kleinen Schäflein. Und da sahen sie drei wunderhübsche Schäflein tanzen. Tanzen? Tanzen. Also die Griechen mit ihren Uso übertreiben es immer mal mehr, oder? Odysseus und seine Mannen erblickten diese Schäflein und riefen Auf rechts! Alter, die schön mit Knoblauch. Sie sprangen hinaus. Sie sprangen hinaus und machten sich auf den Weg. Zu den Schäflein. Einmal am Döner mit Schaf. Nur hin an. Doch
als sie die Schäfer näher betrachten, da wussten sie, diese mussten göttlichen Ursprungs sein. Und sie riefen, boah, diesen göttlichen Ursprungs. Ich möchte wissen, wem die gehören. Und Odysseus rief, wer soll das behalten? Lass uns in der Höhle warten. In der Höhle? Was für eine Höhle? Das ist ja, das ist eine Höhle. Hier ist jetzt die Höhle. Komm. Männer, wir warten in der Höhle. Der Schäflein mit zur Höhle. Komm. Es ist eine schwierige Geschichte. Man muss wirklich alles erklären. Achtung. Sie stiegen in eine riesige Höhle. Sie stiegen in eine riesige Höhle. Los. Alle und in die Höhle rein. Das ist wichtig. Es ist wichtig. In die Höhle durch. Ist gut. Warte mal, das Horn klemmt. So geht's. Da fehlt noch einer. Horn ist auf die Knie. Wo ist mein erster Mart? Wo ist die Sau? Sie wartet. Doch mit einem Mal hörte sie hinten von der Höhle ein Getrammel. Trammelt mal. Sie hört einen schweren Atem, schnauft mal sehr laut. Und sie hört ein Gebrüll wie von 15 trächtigen Stieren. 15 trächtige Stiere, 1, 2, 3. Und ich so ist eine Mannschaft, bekam es mit der Angst zu tun. Wir sitzen hier gerade in einer sehr unvorteilhaften Situation. Komm, Forsterschlinge, alle. Von hier hinten sieht's gar nicht so schlimm aus.